Die Ardennenoffensive war die vorletzte große Offensive der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und wir schauen uns in den nächsten Episoden den Weg der Armeen an, wie sie hier von Hollerath bis Bastogne gekommen sind. Und ursprünglich wollten sie ja bis nach Antwerpen, um die Alliierten zu spalten, um einen separaten Frieden mit den Westen auszuhandeln. Das hat, wie ihr wisst, nicht geklappt. Und in den nächsten Episoden werde ich euch, wie gesagt, zeigen, welche Stationen die verschiedenen Armeen durchgemacht haben, wo sie gekämpft haben und wo die Schlacht dann tatsächlich auch als verloren galt. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei dieser Folge Schlachtfeldbegehung. Wir befinden uns hier am Hollerather Knie. Diese Einfahrt, diese Straße kann man relativ gut übersehen. Hier oben geht die Landstraße lang und hier muss man dann so eine Stichstraße reinfahren und kommt dann hier an das ehemalige Aufmarschgelände der Armee, die in der Ardennenoffensive gekämpft hat. Und das, was wir hier sehen, ist der sogenannte Westwall oder ein Teil des Westwalls. Und man kann hier einen kleinen Panzergraben und die Drachenzähne dahinter erkennen. Und ich glaube auch, eine Schautafel gesehen zu haben. Die schauen wir uns jetzt mal an. Und da seht ihr ganz klar auch den Graben. Und hier wurde das Ende zugeschüttet. Aber hier seht ihr einen Drachenzahn. Seht ihr das? Und der war natürlich dafür da, die Panzer abzuhalten und natürlich auch Infanterie zu verlangsamen. Genau. Ich schaue gerade mal nach, ob wir hier irgendwas finden. Wofür sind die ganzen Zahlen? Das ist leider nicht aufgeführt. Sehr schade. Aber schaut euch mal diesen wunderschönen Blick an. Und wir gucken uns jetzt das Aufmarschgelände an. Ziel der unter größter Geheimhaltung geplanten Ardennenoffensive war die Rückeroberung des Hafens von Antwerpen, um den alliierten Nachschub zu unterbrechen. Zugleich sollte ein Keil zwischen die britischen und amerikanischen Truppen im Raum Aachen und Maastricht getrieben werden, um dann die nördlich des Vorstoßes befindlichen Briten einzuschließen. Der Angriffszeitpunkt wurde in eine winterliche Schlechtwetterphase gelegt, die die überlegenen alliierten Luftstreitkräfte am Eingreifen hindern sollte. Eingesetzt wurden vor allem SS-Panzerverbände. Bei den Kämpfen wurden gefangene Soldaten beider Seiten erschossen. Bis Januar rückten die deutsche Wehrmacht bis auf 9 Kilometer an die Maas vor, wurden jedoch von den Alliierten bis zum Jahreswechsel 45 zum Rückzug gezwungen. Bis Ende Januar hatten die Amerikaner die Ausgangslage vom 16. Dezember wiederhergestellt. Im Wald bei Hollerath zeugen zahlreiche Reste von Feldstellungen von den Kämpfen im Herbst und Winter 45. Im Zuge der Ardennenoffensive am 16. Dezember griff bei Hollerath die 277. Volksgrenadierdivision nach Westen an, wurde dann ab dem 26. Dezember auf ihre Ausgangsposition zurückgedrängt. Der erste Teil der Ardennenoffensive führt uns auf den Wegen der 277. Volksgrenadierdivision. Wir starten hier in dem Waldstück und schauen uns die ehemaligen Stellungen an und werden dann weiter westlich gehen. Dies ist der Parkplatz. Hier hat man die Möglichkeit, am Seitenstreifen oder hier vorne auch zu parken. Und von hier aus hat man die Möglichkeit, sich einmal die Höckerlinie anzuschauen. Und da haben wir einen Gedenkstein und eine Tafel. Ja, natürlich. Also Relikte des Westwalls und des Zweiten Weltkrieges. Auf der waldfreien Höhe am Hollerather Knie finden sich Panzersperren und Bunkerreste der zu Westwall gehörenden Vorstellung Aachen. Im Wald zeugen Feldunterstände und ein Panzergraben von den Kriegsereignissen im Herbst und der Winter 1944-45, die auf allen Seiten sehr verlustreich
verlustreiche Ardennenoffensive war der letzte Versuch Nazi-Deutschlands, den westalliierten Militärs eine Kriegswende-Niederlage herbeizuführen. So, der Westwall von Kleve bis Basel und die Kriegsereignisse 45. Und da seht ihr, die kamen über Venlo rein bis nach Düsseldorf, hier unterhalb Aachen bis nach Köln. Siegburg müsste das sein, die Ecke hier, Koblenz. Und hier startet die Ardennenoffensive. Und ziemlich genau in diesem Bereich befinden wir uns gerade und schauen uns das ganze Thema an. In den nächsten Teilen werden wir bis nach Bastogne gehen. Das müsste ungefähr hier sein. Und so sehen die Panzersperren aus. Wir haben gerade einen Drachenzahn gesehen, das war ein kleiner. Die fahren erst auf die kleinen Panzerzähnchen auf und dann werden die immer größer und können dann hier von der Pack beschossen werden. Und so sieht das aus, wenn eine Person drin steht. Eigentlich unüberwindbar, aber die Amerikaner haben die Bulldozer mitgebracht und konnten dann da die Panzersperren relativ einfach zuschütten und dann drüber fahren. Das ist eine sogenannte Panzerglocke. Die Offensive forderte viele Tote oder Opfer. Am 16. September 1944 begann am Hollerather Knie, genau da, wo wir jetzt sind, genau da, wo dieser Stein jetzt gerade ist, bis zur luxemburgischen Grenze die Ardennenoffensive. Wir haben gerade gesehen, nicht nur an einer Stelle, sondern es waren ja unendlich viele Panzer, die in die Schlacht geworfen wurden. Und das geht natürlich nicht nur an einer Stelle, das musste man an mehreren Stellen machen. The Battle of the Bulge, wie die Alliierten die blutige Schlacht nannten. Hitler startete den sinnlosen Vorschuss, bis zum Hafen von Antwerpen vorzudringen, wo er den Nachschub des Gegners eintraf. Nach 6 Wochen standen die Deutschen wieder dort, wo alles begann, nämlich hier am Hollerather Knie. Und mit diesem letzten Blick über das Hollerather Knie werden wir jetzt zu den ehemaligen Stellungen gehen und zum Aufmarschgebiet der Deutschen. So oder so ähnlich wird es damals ausgesehen haben, in den Wäldern ums Hohe Venn, aber auch im Hürtgenwald. Teilweise abgebrochene Bäume, verkohlt, nur noch die Stumpen, vereinzelt vielleicht noch einige Bäume. Aber wenn man sich die Bilder vom Kriegsende anschaut, dann kommt das dem schon relativ nah. Und hier haben wir nochmal die Panzersperren extrem gut erhalten und ich glaube, mittlerweile stehen die auch unter Denkmalschutz. So, an dieser Stelle begann am frühen Morgen des 16.12.44 die deutsche Ardennenoffensive. Soldaten der 277. und der 99. US-Infanteriedivision trafen hier in verlustreichen Kämpfen aufeinander. Der gemeinsame Gedenkstein erinnert an die Opfer auf beiden Seiten. An dieser Stelle begann am 16. Dezember 1944 um 5.30 Uhr die Ardennenoffensive. Zur Erinnerung an die Opfer wurde im Jahr 2004 ein Gedenkstein errichtet. Die Opfer beider Seiten, der amerikanischen 99. und der deutschen 277. war unwahrscheinlich groß. Die Ardennenoffensive oder Unternehmen Wacht am Rhein. Im englischen Raum wird die Schlacht als Battle of the Bulge bezeichnet. War der letzte Versuch des Dritten Reiches, den westalliierten Kräften eine große Niederlage zuzuführen und den Hafen von Antwerpen zurückzuerobern. Ohne den Hafen hätten die Alliierten nicht die Nachschubmengen anlanden können, die sie für ihren weiteren Vorschuss benötigten. Im Winter 1944 gingen 3 deutsche Armeen im Osten und Nordosten von Belgien sowie in Teilen Luxemburg überraschend gegen die 12. US-Armeegruppe zum Angriff über. Betroffen waren die Gebiete um die Städte Bastogne, Saint-Vite, Rochefort, La Rochelle, Hovalice, Stavelot, Clerve, Diekirch, Vianden und die südlichen Ostkantone. Das Unternehmen begann am 16. Dezember 1944 in Hollerath und erzielte zuerst auf einer Breite von 60 Kilometer Einbrüche von 100 Kilometer in die gegnerische Frontstellung. Militärisches Ziel war Antwerpen,
über dessen Hafen ein Großteil der alliierten Nachschubs lief. Deutsche Angespitzen kamen bis auf wenige Kilometer an die Maas heran. An den Flanken wurden die Truppen aber in langwierigen Kämpfen um Orte wie Bastogne-Saint-Vite aufgehalten, was den Alliierten Zeit für die Umgruppierung für eine neue Gegenoffensive gab. Und hier sehen wir einige Bilder und einige Zahlen. Gefallene Deutsche 17.236, vermisst 16.000, verwundet knapp 35.000. USA 19.300, 21.144 Vermisste und 47.137 Verwundete. Und wir sehen hier direkt am Anfang schon die Stellungen der Deutschen. Und je größer so eine Stellung war, desto wichtiger in der Regel auch deren Funktion. Das könnte zum Beispiel hier von einem Lazarett oder Funk oder Kommandoposten sein. Laufen wir jetzt direkt durch. Und häufig waren die auch direkt nebeneinander. Das kenne ich aus dem Hürtgenwald. Und wenn dieser Wald sprechen könnte, der hätte auf jeden Fall ordentlich Geschichte zu erzählen. So, und wir gehen den Westwallweg jetzt ein Stück rein. Aber dieser erste Teil soll für euch nur ein Teaser sein. Und auch hier sehen wir ein Loch. Bei den Amerikanern nannte man es Foxhole. Und es wurde so tief gebaut, dass man drin stehen konnte. Das war auch total wichtig. Denn stellt euch vor, Artilleriebeschuss, Bomben, diese Splitter können ja einen gewissen Winkel aufnehmen. Und wenn man sich nicht tief genug ducken kann, dann erwischt dieses Schrapnell einen auch, wenn man quasi nicht mehr zu sehen ist. Man musste also tatsächlich tiefer buddeln, als man stehen konnte. Also ich kann nur vermuten oder mutmaßen, ob diese, hier sehen wir den Zick, seht ihr das? Ich gehe das mal lang. Das ist natürlich nach über 80 Jahren gar nicht mehr so einfach zu sagen, was ist natürlich, was ist, aber hier, das ist definitiv ein Foxhole. Hier und auch da vorne, da und hier ganz besonders. Das ist, hier wird es klar. Hier sehen wir ganz klar, das ist von Menschen ausgehoben worden. Und auch da vorne. Also der ganze Wald da vorne ist voll. Oh. Das Witzige ist, jemand, der es nicht weiß, der wird hier durch den Wald spazieren und sagen, ach, hier sind ja einfach nur Löcher oder wird das vielleicht noch gar nicht wahrnehmen. Aber für jemanden, der die Augen aufhält und sich für die Spuren aus der damaligen Zeit interessiert, der wird relativ schnell erkennen, dass die deutschen Wälder, die belgischen Wälder und so weiter, noch sehr, sehr viele Spuren aus der damaligen Zeit in sich tragen. Und hier, genau in dem Wald, es ist die Armee aufmarschiert und hat auf schlechtes Wetter gewartet. Denn die Alliierten hatten natürlich die absolute Luftüberlegenheit. Und die Panzer sind sehr verwundbar, auch die deutschen Panzer, nämlich von oben. Insbesondere, wenn der Thunderbolt kam und von oben dann mit den schweren Kanonen auf die Panzer geschossen hat. Auch starke Artilleriefeuer konnte Panzer zerstören. Die Shermans hingegen hatten zwar eine enorme Überzahl, aber die waren in der Regel, wenn sie nicht direkt von hinten angegriffen haben, eher weniger wirksam. Später wurde der Sherman Flyer ergänzt. Das bedeutet, er hat eine fettere Kanone bekommen, der Sherman. Und damit konnte er natürlich deutlich mehr anrichten, aber gegen einen Panther oder einen Tiger oder später sogar Königstiger hatte er natürlich wenig Chancen im direkten 1:1. Und die Panzerkommandanten, davon gab es auf der deutschen Seite wirklich sehr gute, die haben gelauert, die haben viel Geduld gehabt, die haben sich an einer strategischen Position positioniert, haben auch ganz viel Tarn auf ihre Panzer gelegt
und haben dann in einem Hinterhalt die Shermans, die auf solchen Straßen gekommen sind, erst den ersten Panzer abgeschossen, der blieb dann stehen, danach den letzten Panzer und dann hatten die Panzer in der Mitte kaum noch eine Möglichkeit, sich nach vorne oder nach hinten zu manövrieren und dann war das im Grunde genommen nur noch Tontaubenschießen und diese deutsche 88, die ja in dem Königstiger verbaut war, die konnte auf 2,5 Kilometer jeden oder den Sherman dann auch zerstören. Jeden wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil es gab ja auch noch überschwere Panzer. Der Sherman war ja eher ein Leichtgewicht. So, was haben wir hier? Das sah gerade schon spannend aus, aus dem Augenwinkel. Hier diese Erdanhäufung ist häufig nicht vom Mensch, also nicht von der Natur gemacht, sondern vom Menschen gemacht. Und schaut euch mal das hier an. Wow. Schaut euch das hier mal an. Man könnte schon fast denken, dass hier Fahrzeuge drin gestanden haben. Unnormal groß. Guckt euch das mal an. Riesig. Also ich habe im Hüttgenwald auch solche Stellungen gefunden. Und bis heute weiß ich nicht, wofür die waren. Hier scheint der Eingang gewesen zu sein. Ob das wirklich so ein großer Kommandobunker, es sind ja keine Bunker, Unterstand ist, mag ich fast zu bezweifeln. Aber schaut mal, das geht in einem über. Also wenn ihr mir da eine Antwort drauf geben könnt, da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Weil ich kann mir nicht vorstellen, es sieht ja hier wirklich so aus, als ob hier Eingänge wären, genauso wie hier, dass das von Menschenhand gemacht ist. Insbesondere da, wo das Aufmarschgebiet ist. Und hier haben wir auch einen Graben. Ich habe euch heute auch ein paar Relikte mitgebracht, die ich im Wald gefunden habe. Keine Sorge, komm. Oberflächlich, ich habe da nicht gesondelt. Die werde ich euch am Auto gleich mal zeigen. Insbesondere ein Buch, wo ich meine Recherchen auch rausziehe. So, tatsächlich habe ich noch etwas entdeckt, bevor wir zum Auto kommen, nämlich eine weitere Linie Panzersperren. Und jetzt befinden wir uns mitten in diesem Panzerhindernis drin. Und tatsächlich ist es so, da hinten waren ja die Deutschen. Von da kamen die Alliierten. Hier gibt es einen sogenannten Panzergraben, da fuhren die rein. Der war natürlich viel tiefer und viel spitzer. Wenn die da nicht drin stecken geblieben sind, hatten sie hier die Möglichkeit, auf die Panzersperren zu fahren. Und ihr seht das, über die ersten kommt man auch relativ leicht drüber. Und dann verhakt man sich und bei den hinteren kommt man überhaupt nicht mehr durch. Und dann hatte natürlich die Pack oder die gegnerischen Panzer, in dem Fall die Deutschen, natürlich die Gelegenheit, die Panzer relativ schnell abzuschießen. Und so funktionierte das Panzerhindernis. Und das geht bis nach Monschau hoch, Losheim. Also es ist unvorstellbar, was für ein Aufwand hier damals betrieben wurde, um die Grenzen zu befestigen. Und ja, mit diesem wunderschönen Blick melde ich mich gleich wieder im Auto. Wir sind wieder am Parkplatz und ich nehme euch mit entlang der Panzersperren. So, meine Freunde, ich hoffe, bis hierhin hat es euch schon mal ein wenig gefallen. Ich habe auf jeden Fall Interesse an mehr. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen, nämlich schon morgen. Und morgen werde ich mir dann hier den kompletten Westwall-Wanderweg anschauen und werde euch mitnehmen. Und jetzt zeige ich euch die Relikte. So, das Erste, was ich euch mitgebracht habe, ist, ich weiß nicht, ob es jemand erkennt, das ist Aluminium, Aluminiumdraht oder Aluminiumfolie, so Stücke. Und die alliierten Bomber wollten ja auch nicht abgeschossen werden, wie ihr euch vorstellen könnt. Und die Flak hat sich entsprechend vorbereiten können, die Deutsche, weil es ja auch damals schon Radar gegeben hat. Und das waren sogenannte Störsender. Es gab ein paar Bomber, die sind vorgeflogen, die hatten die Bombenklappen voller Aluminiumspäne und haben die dann
großflächig abgeworfen und das deutsche Radar dachte aufgrund der riesigen Menge, dass es sich um alliierte Bomberverbände handelt. Es waren aber keine alliierten Bomberverbände, sondern das waren Täuschkörper. Und gefunden habe ich diese in Usedom bei Peenemünde, um genau zu sein. Da gab es ja die V1 und V2 Forschungsstationen und dort gab es einen riesigen Luftangriff und da habe ich die im Wald gefunden. Dann habe ich hier einen Teller gefunden von Felder und hier steht drauf Stadt Lengsfeld 1935 in der Rhön. Felder wird vielleicht auch Fulda gewesen sein und das ist ein Teller aus der damaligen Zeit. Ein Verbandspäckchen, hergestellt allerdings 1963, aber die aus der damaligen Zeit, aus dem Zweiten Weltkrieg, sahen ungefähr gleich aus. Deswegen habe ich euch das mal hier mitgebracht. Die haben sich nicht wirklich verändert, die sind ein bisschen älter. Dann hat jemand, ein Sondler im Hütgenwald, gegraben und hat das Loch offen gelassen. Und in diesem Loch, das war wahrscheinlich eine Müllkippe, habe ich diese Flasche und weitere gefunden. Und die fand ich total interessant. Hier steht Aachener Bürgerboy drauf, Peter Wirz. Telefonnummer 35144. Aachener Bürger Badboy. Und manchmal stehen hier Jahreszahlen drauf. Ich bin mir aber ziemlich sicher, weil es halt im Hütgenwald lag und bei anderen Sachen, dass es aus der Zeit des damaligen Krieges war. Einen Löffel. Den habe ich in einem Bunker mal gefunden. Ich gehe auch davon aus, dass er aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist. Leider keine Zahlen oder Ähnliches drauf. Eine Wascharmatur. In Polen wurde ein Bunker abgerissen. Und in dem Müll habe ich diese Wascharmatur gefunden. Die ist definitiv auch aus dem Bunker und aus der damaligen Zeit. Und hier Melitta Schnellfilter. Könnte NVA-Zeit sein, könnte aber auch Zweiter Weltkrieg sein. Militär Schnellfilter Nummer 102 für 3 bis 6 Tassen. Egal aus welcher Zeit, auf jeden Fall. Für mich ein spannendes Relikt. Und auch das ist aus der Müllkippe von dem Loch in Hürtgenwald. Das ist Zahnpasta mit der Patty noch drauf. Wie gesagt, ich habe nicht selber gegraben, sondern das ist ein offenes Loch gewesen. Und ich habe quasi den Müll aus diesen Lochern fährt. Und hier habe ich noch ein paar von diesen Täuschkörpern. Ich hoffe, bis dahin hat es euch gefallen. Ich zeige euch mal, wo ich meine Informationen herbekomme. Natürlich alles aus dem Internet recherchiert, aber ich habe auch ein paar Bücher, wo ich mir ein paar Informationen rausbekomme, weil häufig ist es so, dass in Büchern andere Informationen drinstehen als im Internet. Und das hier zum Beispiel ist der große Atlas zum Zweiten Weltkrieg, Büchtermütz Verlag. Und hier habe ich mir Informationen zur Ardennenoffensive rausgeholt und deswegen weiß ich auch so genau, natürlich findet man das auch im Internet, von wo aus die jeweiligen Armeen gestartet sind. Und ich möchte mir mit euch den Weg der 6. SS-Panzerarmee anschauen. Die sollten, genauso wie die anderen auch, bis nach Antwerpen vorstoßen. Hier über Olten sind sie, Lüttich. Und da, wo sie dann entsprechend aufgehalten wurden, werden wir uns anschauen. Wir werden uns aber auch den Weg der 7. Armee anschauen, denn Bastogne möchte ich euch unbedingt zeigen und wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir hier irgendwo bei Echternach bzw. hier bei uns starten und werden dann von Norden nach Süden bis zu Bastogne kommen und fahren quasi den Weg der 6. SS-Panzerarmee und der 5. Panzerarmee dann bis Ende 7. Panzerarmee. Das wird wahrscheinlich unser Weg sein. Genau weiß ich es noch nicht, aber ganz grob wird das so werden. Und hier sehen wir die Bewegung der jeweiligen Armeen nochmal detaillierter. Und hier Haufer Luz haben wir schon gesehen. Und ja, das ist schon sehr spannend. Also kann man viele Informationen raussuchen für so eine Nummer, die ich hier mit euch vorhabe, muss man auf jeden Fall gut vorab informiert sein. Es wird auf jeden Fall Mehrteiler und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Lust darauf wie ich. Ich werde mich da auf jeden Fall ins Zeug legen, dass ich euch eine schöne Dokumentation mit viel Unterhaltungsfaktor auch bereitstelle und
Ja, in diesem Sinne, der erste Tag ist heute beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sag, freut euch auf den nächsten Teil. Arrivederci, euer Random Life.